Das Jahr 1924. Es ist ein warmer Julitag im US-Bundesstaat Washington. Hier liegt der Mount St. Helens, inmitten eines vulkanischen Gebirgszugs. Neben einer Scheune arbeitet ein Mann. Es ist Bill Welch, Mitarbeiter der örtlichen Ranger Station, direkt neben dem Spirit Lake. Welch unterbricht seine Arbeit und schaut hoch. Ein Mann kommt auf ihn zugerannt. Er wirkt völlig aufgewühlt und ist bewaffnet. Während Welch noch überlegt, ob er seine eigene Waffe rechtzeitig ergreifen könnte, ist der ungebetene Gast bei ihm angekommen. Es handelt sich um Marion Smith. Und Welch erinnert sich. Die beiden kennen sich. Vor ein paar Wochen hatte Marion Smith die Ranger-Station aufgesucht. Er erzählte, dass er nach Gold suchen würde. Gemeinsam mit 4 Freunden hätte er eine Mine am Mount St. Helens gefunden. Die Männer hatten eine Hütte gebaut, um bei den wochenlangen Bergarbeiten in dieser abgelegenen Gegend einen Unterschlupf zu haben. Offenbar wären sie dort oben aber nicht alleine. Immer wieder hätten sie riesige Fußabdrücke gesehen. Abdrücke, die sie keinem Tier zuordnen konnten. Smith war der Überzeugung, dass die Legenden der Native Americans nicht nur Legenden seien. In der Gegend würden Mountain Devils leben, Bergteufel. Bereits beim ersten Gespräch hatte Ranger Welch für die fantastisch klingenden Ausführungen des Goldsuchers nur ein müdes Lächeln übrig. Sollte Smith aber doch mal einen dieser Bergteufel zu Gesicht bekommen, sollte er Bescheid geben. Nun, einige Wochen später, war Smith zurückgekehrt. Die Augen weit aufgerissen und völlig außer Atem. Dann begann er zu sprechen. Wir haben ihn! Habt wen? Fragte Welch. Smith schaute ihm tief in die Augen. Den Bergteufel. Im Juli 1924 kam es zu einem der berühmtesten Bigfoot-Vorfälle überhaupt. 5 Goldsucher wollen seltsamen Affenmenschen begegnet sein. Sie schossen auf diese und wurden anschließend eine Nacht lang in ihrer selbstgebauten Hütte angegriffen. Bei Tagesanbruch flohen sie zurück in die Stadt und erzählten dort ihre ganze Geschichte. Eine Geschichte, die sich wie folgt zugetragen haben soll. Seit 1918 suchten 5 Männer am Mount St. Helens nach Gold. Die Gruppe bestand aus Fred Beck, seinem Schwiegervater Marion Smith, dessen Sohn Roy Smith, Gabe LeFever und John Peterson. Eines Tages stießen sie auf eine verlassene Goldmine, etwa 3 Kilometer östlich des Mount St. Helens. Sie erwarben sogenannte Claiming Rights für diese Gegend, das Recht, Bodenschätze abbauen zu dürfen. Anfang 1924 bauten die 5 Männer dann eine Holzhütte. Die Bergarbeit zog sich oft über Wochen, sodass Fred Beck und die anderen eine Unterkunft zum Schlafen benötigten. Vielleicht fürchteten die Goldsucher aber auch, nächtlichen Besuch von den Bergteufeln zu erhalten. Laut den Legenden und Sagen der örtlichen Native American Stämme würden in der Gegend böse Geister ihr Unwesen treiben. Ein Umstand, von dem der Spirit Lake seinen Namen erhielt. Für die meisten Nachkommen weißer Siedler waren das zwar Märchen, doch stellten Fred Beck und die anderen hier eine Ausnahme dar. Während ihrer Arbeit am Berg haben sie immer wieder gigantische Fußabdrücke gefunden. Vor allem neben Flüssen und anderen Gewässern entdeckten sie Spuren, die sie nicht zuordnen konnten.
Sie sahen menschlich aus, waren aber viel zu groß. Der größte Abdruck soll über 48 cm lang gewesen sein. Zum Vergleich, der größte jemals vermessene menschliche Fuß gehörte Robert Wadlow. Der 2,72 Meter große Mann hatte Schuhgröße 75. Seine Füße waren 47 cm lang und damit etwas kürzer als die von Goldsuchern gefundenen Abdrücke. Es blieb aber nicht nur bei gefundenen Spuren. Im Jahr 1924 mehrten sich ab Juli die Anzeichen, dass die Männer nicht allein waren. Aus den umliegenden Wäldern waren Klopfgeräusche zu hören, als wenn sich ein Gorilla gegen die Brust trommelt. Nachts ertönten Pfiffe, die von den verschiedenen Seiten der Schlucht kamen und aufeinander reagierten. Zu sehen bekamen die Männer aber nichts und niemanden. Das änderte sich allerdings eines Morgens. In der Nähe der Hütte verlief ein kleiner Strom. Aus diesem holten die Goldsucher regelmäßig Trinkwasser. Marion Smith und Fred Beck begaben sich dorthin. Smith hatte sein Gewehr dabei. Er war von den Spuren und seltsamen Lauten der letzten Zeit verunsichert. Deswegen trug er ständig seine Waffe. Gerade schöpfte er Wasser, da schrie Beck plötzlich auf und zeigte nach oben. Auf der anderen Seite der kleinen Schlucht, in etwa 80 Metern Entfernung, stand ein großes, haariges Wesen. Es versteckte sich hinter einer Kiefer und lugte neugierig hervor. Smith nahm auf der Stelle sein Gewehr und schoss. Man konnte deutlich sehen, wie Teile der Baumrinde wegflogen. Er war sich sicher, das Wesen mehrmals getroffen zu haben. Dann liefen Smith und Beck zu der Kiefer, doch zu ihrer Überraschung war kein Kadaver zu sehen. Dann bemerkten sie, wie der behaarte Riese mit großen Sprüngen davonlief. Er verschwand in dem kleinen Canyon und tauchte wenige Augenblicke in etwa 200 Metern Entfernung noch einmal auf. Marion Smith konnte sich das alles nicht erklären. Er sagte, mein Gott, ich verstehe das nicht. Wie kann dieser Typ einfach weiterlaufen mit mehreren Kugeln im Kopf? Ich habe ihn mehrmals getroffen. Am Donnerstag, dem 11. Juli 1924, eskalierte die Situation dann. Fred Beck sah am helllichten Tage eines der Wesen neben einer Schlucht rennen. Er schoss dreimal und konnte deutlich erkennen, wie die Patronen in den haarigen Rücken einschlugen. Das Wesen lief bis zum Rand der Schlucht, blieb kurz stehen und fiel dann in den 120 Meter tiefen Abgrund. Beck konnte hören, wie der Körper gegen die Felswand schlug. Am Grund befand sich Wasser vom tauenden Schnee. Sollte das Wesen hineingefallen sein, wäre es sofort mitgerissen worden. Zurück an der Hütte angekommen, waren sich alle einig, dass sie schnellstens verschwinden sollten. Ihnen war aber klar, dass das frühestens am nächsten Morgen geschehen könnte. Der Wagen von Marion, mit dem sie gekommen waren, war 6 Kilometer entfernt. In dieser abgelegenen Gegend gab es keine Straßen, sodass die 5 Goldsucher den restlichen Weg zu ihrer Hütte stets zu Fuß zurücklegen mussten. Auch wenn sie sofort aufgebrochen wären, hätten sie den Wagen nicht bei Tageslicht erreicht. Sie planten also am nächsten Morgen loszulaufen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, was ihn in der Nacht bevorstünde. Die Männer verbrachten den Abend in ihrer kleinen Hütte. Diese war aus dicken Kieferstämmen gebaut, mit einem extra stabilen Dach. Es sollte auch schwere Schneelasten tragen können. Zwischen die Stämme wurden diverse Pflanzen und Erde als Isoliermaterial gepresst. Es gab keine Fenster, aber eine kleine Feuerstelle und eine Öffnung im Dach, um den Rauch abziehen zu lassen. In der Hütte befand sich nur ein rustikales Bett. Das bot Platz für 2 Männer. Die anderen 3 schliefen auf dem Boden,
legten die Stellen aber mit Blättern und kleinen Zweigen aus. Die Männer rauchten Pfeife, unterhielten sich und legten sich dann schlafen. Gegen Mitternacht wurden alle plötzlich wach. Die Hütte wurde von mehreren gewaltigen Schlägen erschüttert. Marion Smith schrie und strampelte wild mit den Füßen. Durch die Schläge hatte sich Dichtungsmaterial aus der Wand gelöst. Es war direkt auf seine Brust gefallen. Alle griffen in Panik zu ihren Gewehren. Immer wieder hämmerte irgendetwas gegen die Tür. Draußen war ein lautes Trampeln zu hören. Gleichzeitig wurde die Hütte mit Steinen beworfen. Einige fielen durch die Feuerstelle und landeten im Innenraum. Smith und Beck versuchten mit ihren Gewehren durch den Spalt in der Wand auf die Angreifer zu schießen. Dann lief irgendetwas mit lauten Schritten auf dem Dach herum. Smith Jr., LeFevre und Peterson stemmten sich mit aller Kraft gegen die Tür, damit diese nicht nachgab. Die Angriffe dauerten die ganze Nacht. Einmal griff ein haariger Arm durch den Spalt in der Wand. Er fasste eine Axt und wollte sie hinausziehen. Smith konnte gerade noch die Scheide herumdrehen, so dass sie nicht mehr durch den Spalt passte. Dann schoss er, worauf der Arm hastig nach draußen gezogen wurde. Später saß Marion in einem Stuhl, wippte hin und her und wiederholte mantraartig: "Wenn ihr uns in Ruhe lasst, lassen wir euch in Ruhe und am Morgen gehen wir alle heim." Er war der Meinung, dass diese Wesen ihn vielleicht verstehen könnten und sich zurückziehen würden. Immer wieder schossen die Männer, sobald sich Bergteufel näherten oder auf dem Dach herumsprangen. Bei Anbruch des Tages verebbten die Angriffe. Die Männer packten das Nötigste und ließen große Teile ihrer Ausrüstung, darunter wertvolles Bohrmaterial, einfach zurück. Bereits auf dem Weg zum Auto verständigten sie sich, über das gerade Erlebte zu schweigen. Keiner wollte sich der Lächerlichkeit preisgeben. Denn obwohl die Legenden der Native Americans wohl bekannt waren, hielten die meisten Weißen sie für Spinnerei. Als sie den Wagen von Smith erreicht hatten, änderte der aber seine Meinung. Vor wenigen Wochen hatte er ein Gespräch mit dem Ranger Bill Welch geführt. Sie unterhielten sich über die sogenannten Mountain Devils. Smith hatte versprochen, Bescheid zu geben, sollte er jemals einen zu Gesicht bekommen. Er fuhr nun mit seinen vier Freunden zum Spirit Lake, wo der Ranger seine Station hatte. Dort angekommen und noch immer in heller Aufregung, erzählte er Welch, was die Männer oben auf dem Mount St. Helens erlebt hatten. Anschließend fuhr Smith in seine Heimatstadt Kelso. Dort sprach er zunächst mit Freunden, dann mit Journalisten. Bereits am nächsten Tag sollte das unheimliche Erlebnis rund um die Mountain Devils und ihren nächtlichen Angriffen die Schlagzeilen bestimmen. Die Schlucht, in die das von Fred Beck erschossene Wesen gestürzt sein soll, erhielt in Anlehnung an dieses Ereignis den bis heute gebräuchlichen Namen Ape Canyon. Heute gilt der Vorfall als Geburtsstunde der neuzeitlichen Bigfoot-Forschung. Er zählt zu den berühmtesten und am meist diskutierten Aufeinandertreffen zwischen Mensch und dem legendären Kryptiden. Und obwohl beinahe 100 Jahre vergangen sind, ist der Wahrheitsgehalt noch immer ungeklärt. Der Geschichte wurde von Anfang an mit äußerster Skepsis begegnet. In den Zeitungen wurden die Männer verspottet. Zwar galten sie in ihrer Heimatstadt Kelso als glaubwürdig, dennoch wollten ihnen anfangs nur wenige glauben. Ein Wildhüter sagte gegenüber einer Zeitung, dass er seit 20 Jahren in dieser Gegend unterwegs wäre und noch nie irgendein Anzeichen solcher Bergteufel gesehen hätte. Ranger Welch, der die Gruppe am Spirit Lake angetroffen hatte, äußerte sich ebenfalls in Zeitungen. Er dachte, die Männer hätten vielleicht ein Vielfraß gesehen. Die Tiere könnten äußerst wild und angriffslustig werden. Außerdem wären sie bekannt dafür, nicht fressbare Gegenstände zu zerstören. Aber trotzdem hätten Smith und die anderen Männer im Auto äußerst verängstigt gewirkt. Laut Welch hielten alle ihre Waffen fest umklammert.
Sie schworen, nie wieder zur Mine zurückkehren zu wollen. Ein weiterer Ranger namens Huffman war ebenfalls skeptisch. Er war damals mit einer christlichen Jugendorganisation in den Wäldern unterwegs. In der Nacht des Angriffs hatten sie in nicht einmal einer Meile Entfernung gecampt. Von den Schüssen, dem Pfeifen und Trommeln wollen sie aber nichts mitbekommen haben. Skeptiker hielten es damals auch für möglich, dass sich einige der jungen Camper einen Streich erlaubt hatten. Vielleicht hätten sie sich nachts davongeschlichen und die Hütte der Goldsucher mit Steinen beworfen. Huffman schloss dies aber aus. Er traf Marion Smith auch bei dessen Rückkehr nach Kelso. Wie schon Ranger Welch war auch Huffman der Meinung, dass Smith wirklich verschreckt war und dies nicht schauspielerte. Er sagte, Zitat, "Der alte Smith ist absolut davon überzeugt. Wenn jemals ein Mann einen irren Blick besessen hat, dann war es Smith, als er von seiner Hütte hier runterkam, mit der Geschichte, dass er von Affen angegriffen wurde. Irgendwas ist da oben passiert, auch wenn ich nicht weiß was. Aber es waren keine Affen." Trotz der vielen Zweifel hatte das Ereignis einen regelrechten Bigfoot-Boom ausgelöst. Neugierige Hobbyforscher und Jäger strömten in Scharen zur Hütte. In den Zeitungen war nur noch von The Great Ape Hunt die Rede, von der großen Affenjagd. Auch eine offizielle Ermittlergruppe rund um den Sheriff machte sich 3 Tage nach der nächtlichen Attacke auf den Weg. Die Mitglieder waren bewaffnet und hatten Fotoapparate mit. Zwar fand man große Spuren, allerdings hielt man diese für Fälschungen. Ranger Huffman reproduzierte einen Fußabdruck, indem er einfach seine Faust ballte und die Knöchel in den Boden drückte. Ein Ermittler namens Gregory war der Meinung, dass die gefundenen Steine in der Hütte frisch herausgebrochen waren. Wahrscheinlich direkt aus der Mine und nicht von den umliegenden Felsen. Außerdem fand Gregory heraus, dass alle Abdrücke ausschließlich von einem rechten Fuß stammten. Offenbar wären sie mit derselben Vorlage gefälscht worden. Damit wäre die ganze Geschichte vielleicht schon als Schwindel entlarvt worden. Wenn nicht Jahre später ein Mitarbeiter der Ranger-Station zugegeben hätte, sich einen Spaß erlaubt zu haben. Während The Great Ape Hunt im vollen Gange war, presste der Mann mit einer Fußform Abdrücke in den Boden. Auch die frühzeitig angereisten Schaulustigen und Jäger könnten Spuren verwischt und sogar falsche gelegt haben. Die gefundenen Abdrücke hatten demnach keine Beweiskraft mehr. Trotzdem wurden zumindest die Umstände der Geschichte bestätigt. Journalisten und Ermittler sahen die Goldmine und die Hütte. In der Hütte lagen tatsächlich Steine und Ausrüstungsgegenstände. Bis auf das Schwarzpulver soll alles noch da gewesen sein. Allerdings wird in keiner Quelle etwas zu anderen Spuren gesagt. Zum Beispiel, ob die Decke der Hütte Einschusslöcher aufwies. Oder ob der Baum untersucht wurde, hinter dem sich der Mountain Devil versteckte, auf den Marion Smith geschossen hatte. Laut Beck soll sich dabei schließlich Rinde gelöst haben. Auch in der Schlucht, in die das eine Wesen nach Beschuss durch Beck hineingestürzt sein soll, fanden sich keine Spuren. Weder ein Kadaver noch Blutreste am Gestein. In der Zwischenzeit wurden in den Zeitungen aber Gerüchte lauter. Gerüchte, wonach die Goldsucher Spiritisten waren. Sie hätten demnach in ihrer Hütte Seancen abgehalten. Skeptiker vermuteten, dass die Männer sich in einem emotional aufgewühlten Zustand versetzten und dann auf einen oder mehrere Bären trafen. Diese hätten sie dann fälschlicherweise für die haarigen Mountain Devils gehalten. Doch obwohl die Gruppe rund um Marion Smith und Fred Beck anhaltendem Spott ausgesetzt war, hielt sie an ihrer Geschichte fest. Sie hätten bereits bei Tageslicht und besten Sichtverhältnissen haarige Riesen gesehen und auf diese geschossen. Anschließend wären sie von diesen angegriffen und mit Steinen beworfen worden.
Das Rätsel rund um den Ape Canyon sollte ungelöst bleiben. Bald schon geriet es in Vergessenheit. Über 2 Jahrzehnte blieb es ruhig um den Vorfall, ehe Ende der 50er Jahre die große Bigfoot-Euphorie einsetzte. Im Jahr 1960 fand eine erneute, intensive Beschäftigung mit dem Vorfall statt. Der Bigfoot-Forscher Peter Byrne reiste nach Kelso und traf sich dort mit Fred Beck. 36 Jahre nach den Ereignissen am Ape Canyon soll Beck der einzig Überlebende der Gruppe gewesen sein. Byrne ließ sich von ihm noch einmal die komplette Geschichte erzählen. Jahre später schrieb er sie in seinem Buch The Search for Bigfoot nieder. In vielen Details stimmte diese Version nicht mit den ersten Zeitungsberichten überein. Der vielleicht größte Unterschied bestand aber in der Schilderung des nächtlichen Angriffs. Laut den Medien dauerte dieser eine Nacht, ehe die 5 Männer zurück in die Stadt eilten. Bei Byrne verteilt sich dieser Angriff nun über mehrere Nächte. Die Hütte der Männer wäre mit Steinen beworfen worden, und wenn sie nach draußen gingen und nachschauten, hörten die Attacken auf. Waren sie zurück in der Hütte, hätte das Steinewerfen wieder begonnen. Nach einigen Tagen dann wären die Goldsucher entnervt abgereist. Warum hier so ein gravierender Widerspruch zu den ersten Darstellungen besteht, ist rätselhaft. Möglich ist, dass Beck sich aufgrund seines Alters nicht mehr genau erinnerte. Zur Zeit des Interviews war er bereits über 70 Jahre alt. Denkbar ist auch, dass Byrne Teile von Becks Ausführungen falsch wiedergab. Zwischen dem Interview und seiner Buchveröffentlichung ließ der Autor immerhin 10 Jahre verstreichen. Die Widersprüche konnten jedenfalls nicht aufgelöst werden. Es sollte auch nicht der letzte Besuch sein, den Fred Beck von einem interessierten Bigfoot-Forscher erhielt. 1966 reiste ein Mann nach Kelso, dessen Name bis heute untrennbar mit Bigfoot verknüpft ist. Roger Patterson, Urheber des berühmten Patterson-Gimlin-Films. Dieser soll ein Bigfoot zeigen. Entgegen aller Behauptungen ist die Aufnahme bis heute nicht als Fälschung entlarvt worden. Ein Jahr vor der Entstehung des Films traf Patterson sich also mit Fred Beck. Der stimmte einem Interview anfangs gar nicht zu. Sein Leben lang wäre er für sein Erlebnis verspottet worden. Als Patterson allerdings sein ehrliches Interesse glaubhaft machen konnte, änderte Beck seine Meinung. Er sagte, dass die Native Americans damals wegen der unbekannten Spuren große Angst gehabt hätten. Sie dachten, in Anlehnung an den Spirit Lake, dass sich böse Geister in der Gegend rumtrieben. Auch gegenüber Patterson wurde die Reihenfolge der Ereignisse anders als in frühen Zeitungsberichten dargestellt. Beck sagte zu dem Bigfoot-Forscher, dass er am Morgen nach dem Angriff auf ein Wesen geschossen hätte und nicht bereits am Tag vor der Attacke. Die Männer flohen damals bei Tagesanbruch zurück in die Stadt. Zuvor wollten sie aber noch Werkzeug aus der Mine holen. Dabei hätte Beck dann den Bigfoot erschossen, der in die Schlucht fiel und ihr dadurch den Namen Ape Canyon gab. Entgegen vieler Berichte hätten die Männer bei den nächtlichen Angriffen keine Wesen erkennen können. Der haarige Arm, der nach der Axt griff, wäre die einzige Ausnahme. Allerdings hätten Beck und Smith die Mountain Devils klar erkannt, auf die sie bei Tageslicht geschossen hatten. Laut Patterson waren ihre Beschreibungen den von anderen Zeugenberichten sehr ähnlich. Und das, obwohl Beck und Smith diese Berichte gar nicht kannten. Laut Beck waren diese Wesen 2,40 Meter oder größer. Sie waren ähnlich wie ein athletischer Mann gebaut, breite Schultern und eine schmale Hüfte. Ein Nacken wäre nicht zu erkennen gewesen. Mit Ausnahme des Gesichts wäre der komplette Körper stark behaart gewesen. Die Nase war eher flach. Die Arme waren länger als die eines Menschen, sie reichten bis unter die Hüfte. Das Gewicht schätzte Beck auf 270 bis 360 Kilogramm.
Patterson besuchte nicht nur Beck, sondern reiste für seine Recherchen auch durch Washington. Er sprach dabei mit verschiedenen Zeugen. Von einer lokalen Bigfoot-Forschergruppe wurde ihm mitgeteilt, dass um den Mount St. Helens herum ein riesiges System von Lavaröhren wäre. Diese Höhlen könnten ein gutes Versteck für die Kreaturen sein. Der Besitzer eines Holzfällerunternehmens sagte Patterson, dass er ganz in der Nähe der Mine riesige Fußabdrücke gefunden hätte. Sie wären am Ufer des Lewis Rivers zu sehen gewesen. Die Spuren führten aus dem Wasser und wieder dorthin zurück. Sie wären über 40 cm lang gewesen und sehr tief in den Boden gedrückt. Vermutlich wäre der Verursacher um die 450 Kilo schwer. Interessanterweise hatte ein Touristenpärchen aus Portland zuvor berichtet, ein unbekanntes Wesen am Ufer gesehen zu haben. Die beiden befuhren den Lewis River mit einem Boot. Dann entdeckten sie in etwa 30 Metern Entfernung eine affenähnliche Gestalt. Einen besonderen Stellenwert nehmen Pattersons Untersuchung aber nicht nur wegen seiner Feldforschung ein. Er war der Erste, dem gegenüber Fred Beck eine höchst umstrittene Ansicht vertrat. Eine Ansicht, die er 1924 nicht geäußert hatte, aber nun in den 1960er Jahren der Weltöffentlichkeit mitteilte. Die Bergteufel hätten keinerlei Reaktion auf diverse Schüsse gezeigt. Beck sei sich daher nicht sicher, ob diese Wesen überhaupt aus Fleisch und Blut bestünden. Knapp ein Monat bevor der legendäre Patterson-Gimlin-Film entstand, hielt Fred Beck seine Erfahrungen erstmals schriftlich fest. Mit der Hilfe seines Sohnes Ron Beck entstand im September 1967 das kurze Buch I Fought the Ape-Man auf Mount St. Helens. Das Werk sorgte insbesondere bei Skeptikern für Stirnrunzeln. Beck schildert zwar die Details des Angriffs und auch die Vorgeschichte, allerdings füllt er auch ein ganzes Kapitel mit seinen Gedanken über die Existenz Bigfoots. In einer fast schon metaphysischen Betrachtungsweise spricht er von verschiedenen Dimensionen und Bewusstseinsebenen. Die Mountain Devils seien nicht physische Lebewesen, die sich kurzzeitig materialisieren könnten. Aber dazu später mehr. Zunächst schildert Beck, wie die Goldsucher überhaupt auf die Mine stießen. In den ersten Zeitungsberichten 1924 wurde den Männern vorgeworfen, Spiritisten zu sein. Sie hätten Seancen in der Hütte abgehalten und in einem emotional aufgewühlten Zustand einen Bären fehlgedeutet. Dies hatten die Goldsucher stets bestritten. In seinem Buch von 67 stellt Beck die Sache allerdings ein bisschen anders dar. Beck behauptet, der gesamte Aufenthalt am Mount St. Helens wäre direkt mit dem Übersinnlichen verbunden. Den Goldsuchern wäre 1922 ein großer Native American erschienen. Dieser hätte ihnen mitgeteilt, dass ein weißer Pfeil der Gruppe den Weg leiten würde. Außerdem wären sie, sofern sie diesem zuhören würden, alle Teil des großen Geistes. Laut Beck hätten er und die anderen tatsächlich 4 Tage lang einen weißen Pfeil in der Luft schweben gesehen. Sie folgten diesem, bis Marion Smith die Geduld verlor. Er schrie, dass alles eine Lüge wäre und er nichts mehr vom großen Geist wissen wollte. Doch dann wäre der weiße Pfeil deutlicher als je zuvor sichtbar gewesen. Er wies den Männern direkt den Weg zur verlassenen Goldmine. Dort erschien erneut der Native American. Er klärte die Männer auf, dass sie zwar die Mine gezeigt bekamen, aber dort niemals das Gold erhalten sollten. Sie hätten nämlich den großen Geist beleidigt.
Tatsächlich widerspricht sich Beck bei dieser Frage. In seinem Buch schreibt er, das abgebaute Material hätte sich als sehr wertvoll erwiesen. Ungefähr heutige $30.000 pro Tonne. An anderer Stelle sagt er, die Männer hätten niemals Gold aus der Mine fortgeschafft. Bis auf ein paar kleine Nuggets hätten sie nichts gefunden. Für die Glaubwürdigkeit der ganzen Geschichte rund um die Bigfoot-Angriffe wäre dies allerdings ein wichtiger und zu klärender Umstand. Haben die Männer tatsächlich ein potenzielles Vermögen freiwillig zurückgelassen und ihre Bergbaurechte nicht weiter beansprucht? Oder haben sie eine Mine zurückgelassen, deren Bearbeitung ihnen nichts weiter als Schweiß und Schwielen gebracht hätte? Ungeachtet dessen hätte die Beleidigung des großen Geistes aber laut Beck dazu geführt, dass die Männer sich in der Gegend nicht mehr wohlfühlten. Zu den Spuren hätten sich bald seltsame Geräusche gesellt. Eine Art Klopfen, das sowohl tagsüber als auch nachts zu hören war. Einer der Männer wollte den Ursprung herausfinden. Er lief durch die umliegenden Wälder. Als er zurückkam, sagte er, dass dieses Klopfen ihn förmlich verfolgt hätte. Als wenn jemand unter der Erde auf einer Trommel schlagen würde. Laut Beck gäbe es keine Zweifel daran, dass die Mountain Devils die ganze Zeit anwesend waren. Aber sie hätten sich nicht in ihrer physischen Form gezeigt. Einmal hätte die Gruppe auf einer Sandbank im Fluss zwei riesige Fußabdrücke gefunden. Die einzigen auf der knapp 40 Meter breiten Bank. Als wäre jemand aus dem Himmel gefallen und direkt wieder dorthin zurückgekehrt. Viele der im Buch getätigten Äußerungen werfen die Frage auf, was wirklich vom 78-jährigen Fred Beck stammte und was vielleicht erst durch das Zutun seines Sohnes Ron entstand. Die wörtlich transkribierten Interviews zwischen Patterson und Beck zeigen einen doch eher einfachen Charakter. Beck besaß demnach einen einfachen Wortschatz und äußerte wenig komplexe Gedankengänge. In seinem Buch ist das genaue Gegenteil der Fall. Dort entwickelt Beck ein geradezu ontologisches Konstrukt rund um Bigfoot als spirituelles Wesen. So schließt er seine Ausführungen mit den Worten: Der Mensch muss das kleine materielle Gehäuse durchbrechen, das ihn umgibt, das ihm sagt, wie weit er gehen kann und dass dahinter nichts mehr wäre. Außerhalb dieser Hülle befindet sich das pure Leben und es ist sogar über und von einer höheren Ordnung als das materielle Leben. Materie und das Spirituelle würden in Harmonie wirken, wenn wir sie nur ließen. Bei all den Widersprüchen und Ungewissheiten bleibt zuletzt die Frage, was haben die fünf Goldsucher 1924 wirklich gesehen? Ist die ganze Geschichte ein ausgedachter Schwindel, wie bereits früh in der Presse spekuliert wurde? Zumindest die Rahmenbedingungen wurden bestätigt. Es gab sowohl die Mine wie auch die Hütte. In dieser wurden wirklich Steine gefunden, auch wenn deren Herkunft ungewiss blieb. Mögliche Spuren der Mountain Devils wurden von Ermittlern als Fälschung eingestuft. Allerdings liefen diverse Jäger und Bigfoot-Enthusiasten über das Gelände. Sie könnten Spuren nicht nur verwischt, sondern sogar bewusst gefälscht haben. Zumindest gab ein Ranger-Mitarbeiter solch ein Fälschen zu. Die wichtigste Frage bezüglich eines Schwindels lautet wohl, welches Motiv hätten die Männer gehabt? Eine mögliche Erklärung lieferten zwei Jungen, die damals mit der christlichen Organisation in der Nähe gekämpft hatten. Die beiden sagten Reportern, sie wären am Tag vor dem vermeintlichen Angriff durch Zufall auf die Goldsucher und ihre Hütte gestoßen. Fred Beck und die anderen hätten sie daraufhin mit Waffen bedroht und gesagt, dass sie verschwinden sollten. Offenbar waren die beiden Jungen die ersten überhaupt, die die Hütte gefunden hatten. Ihrer Meinung nach hatten die Goldsucher nun Angst, dass ihre Mine bekannt würde und in ihrer Abwesenheit geplündert werden könnte.
Deswegen hätten sie die Geschichte um die Affenmenschen erfunden, um neugierige Menschen fernzuhalten. Das klingt zwar schlüssig, nur wieso hätten die Männer dann selber fernbleiben sollen? Es ist erwiesen, dass die Mine anschließend nicht mehr von ihnen beansprucht wurde und die Hütte fortan leer stand. Unklar ist dagegen, ob die Mine jemals erträglich war. Für wie lange hatten sich die Männer die Rechte an den Bodenschätzen in dieser Gegend gesichert? Wie teuer waren diese sogenannten Claiming Rights? War die Geschichte rund um den Bigfoot-Angriff vielleicht nur ein Vorwand, um noch irgendwie durch Interviews zu Geld zu kommen, nachdem in der Mine nicht das erhoffte Gold war? Aber haben die Männer überhaupt jemals Gewinn aus ihrer Geschichte gezogen? Wurden von Journalisten oder anderen bezahlt? All diese Fragen bleiben unbeantwortet. Sicher ist hingegen, dass Fred Beck und die anderen ein Leben lang verhöhnt und verspottet wurden. Wegen einer Geschichte, die auch die Ranger Huffman und Welch nicht glaubten, die aber auch beide bezeugten, dass die Männer extrem verängstigt wirkten und irgendetwas da oben erlebt haben müssen. Vielleicht haben die Männer aber auch nur ein bekanntes Tier missgedeutet. Glaubt man den Aussagen, die Fred Beck 1967 in seinem Buch getätigt hat, waren alle in der Gruppe stark spiritistisch veranlagt und hatten ein Interesse am Paranormalen. Ihnen war die Legende rund um die Mountain Devils in dieser Gegend auch wohl bekannt. Dass Bergarbeiter in ihren Hütten von einer Art Affenwesen angegriffen würden, war bereits lange vor dem Angriff auf Beck und Co. ein bekanntes Phänomen. Bereits 1904 und damit 20 Jahre vor dem Geschehen am Ape Canyon schilderte eine Zeitung aus Oregon ähnliche Vorfälle. In diesem Jahr hätten Minenarbeiter mehrmals eine aufrechtgehende, schreckliche Kreatur gesehen. Zwei der Arbeiter saßen nachts in ihrer Hütte, als diese plötzlich durchgeschüttelt wurde. Ein anderes Mal schoss jemand auf die Kreatur. Diese quittierte das, indem sie einen 2 Kilo schweren Stein nach dem Schützen warf, diesen aber knapp verfehlte. Laut dem Artikel würden sich viele Bergleute in dieser Gegend dazu bekennen, diese Kreaturen gesehen zu haben und an ihre Existenz zu glauben. Diese Wesen wären über 2,10 Meter groß, würden schneller rennen und weiter springen als jedes bekannte Tier. Sie könnten große Steine mit einer wunderlichen Kraft und Präzision werfen. Sie besäßen breite Hände und Füße und ihr ganzer Körper wäre mit dichtem Haar bedeckt. Kurz gesagt, die Beschreibung gleicht ziemlich genau den Wesen, die bereits in den Legenden der Native Americans beschrieben und bis zum heutigen Tag immer wieder gesichtet werden. Vielleicht war der Gruppe um Fred Beck dieses frühe Narrativ von wilden, behaarten, steinewerfenden Wesen bekannt und ihre Wahrnehmung wurde dadurch beeinflusst. Im Zuge einer Seance, der Dunkelheit, unheimlichen Geräuschen und der Anwesenheit eines Bären hätten sie dann wortwörtlich Gespenster gesehen. Oder aber es ist doch wahr. Und die Männer haben etwas gesehen, das den Native Americans nur allzu bekannt ist. Bereits wenige Tage nach dem Angriff hatte sich ein Mitglied des Clallam Tribes geäußert. George Totsie sagte, die vermeintlichen Affenmenschen wären Seatics. Ein eigener Stamm, dessen Mitglieder behaarte Riesen von 7 oder 8 Fuß wären. Ursprünglich lebten sie auf Vancouver Island und in den Olympic Mountains. Sie könnten über sehr weite Strecken kommunizieren, Vögel imitieren und würden außerdem Hypnose beherrschen. Man dachte, dieser Stamm wäre seit 15 Jahren ausgestorben, aber laut Totsie soll kürzlich ein Seatic auf Vancouver Island gesehen worden sein. Andere Stämme im Bundesstaat Washington nennen dieselben Wesen Nungnungs.
Ein Mitglied des Nisqually-Stammes wird in einem Bericht von September 24 so wiedergegeben. Die Goldsucher hätten nicht etwa Gorillas gesehen, sondern Nungnungs. Dieser Stamm wäre nicht sehr beliebt unter den Native Americans. Nungnungs besäßen einen derben Humor, der anderen die Schamesröte ins Gesicht treibe. Manchmal gäbe es Streit, wenn zum Beispiel ein Native American meint, ein Nungnung hätte die Frau von ihm gestohlen. Sie könnten auch sehr sentimental werden und auf den Überresten ihrer getöteten Beute einen Zedernzweig hinterlassen. Mitglieder dieses Stammes wären außerdem extrem nachtragend, geradezu rachsüchtig. Wird ein Nungnung getötet, verletzt oder auch nur dessen Gefühle gekränkt, müssten ein Dutzend Native Americans zu ihnen wandern und sie gutstimmen. Laut den Zeitungsberichten sind die Seatics jedenfalls keine Legende, sondern in den Augen diverser Stämme real existierende Wesen. Haben Fred Beck und die anderen Goldsucher vielleicht auf Seatics geschossen und bekamen anschließend einen nächtlichen Besuch zur Vergeltung? Zumindest Fred Beck schien davon fest überzeugt zu sein. Er sagt, dass er einmal in einer Bar 10 Native Americans aus Yakima getroffen hätte. Sie wollten wissen, ob er derjenige war, der den Angriff am Ape Canyon miterlebt hatte. Als Beck dies bejahte, erzählten ihm die Männer von den Seatics. Diese wären stets auf Rache aus und würden niemals etwas vergessen. Gleichzeitig würden sie häufig die Frauen anderer Stämme entführen. Sie wären in den Norden bis nach Kanada gewandert und in den Süden bis in die Berge Mexikos. Sie hätten auch eine bevorzugte Reiseart. Am liebsten würden sie sich nachts von den Flussströmungen treiben lassen. Die meisten Eigenschaften der Seatics passen überraschend gut zum Verhalten der Mountain Devils. Sind die Männer rund um Fred Beck, also einem zum Leben erwachten Mythos, begegnet? Im Mai 1980 kam es zu einem Ausbruch des Mount St. Helens. Ein gewaltiger Ascheregen ging auf weite Teile der USA nieder. Er begrub auch die Hütte der 5 Goldsucher unter sich und damit vielleicht die letzten Beweise für die Geschehnisse am Ape Canyon. Mit der heißen Lava stiegen auch Gerüchte auf, die das Interesse zahlreicher Bigfoot-Fans entflammten. Bei dem Ausbruch sollen nicht nur Dutzende Menschen und tausende Tiere ums Leben gekommen sein, sondern auch Bigfoots. 2 anonyme Zeugen meldeten sich bei den Betreibern einer Sichtungsdatenbank. Der erste behauptete, er hätte im Mai 1980 seine Tante in Spokane besucht. Die Frau wohnte in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes namens Fairchild. Nach der Eruption hätte der Zeuge einen großen, 2-rotorigen Helikopter am Himmel ausgemacht. Er überflog in etwa 40 Metern Höhe das Haus der Tante. An ihm hing ein Transportnetz. In dem Netz waren Müll- und Trümmerteile zu sehen. Wohl um die eigentliche Ladung zu verstecken. Denn zwischen den Maschen hingen mehrere behaarte und noch aschebedeckte Arme heraus. Der Zeuge will seine Sichtung daraufhin dem FBI gemeldet haben. Einige Tage später habe dann sein Telefon geklingelt. Am anderen Ende der Leitung war ein Mann, der sich zwar nicht vorstellte, aber angab, für die Regierung zu arbeiten. Er bedrohte den Zeugen, lieber nicht über das Gesehene zu sprechen. Andernfalls könnte ihm vielleicht etwas zustoßen. Bei dem zweiten Bericht ist die Faktenlage sogar noch unklarer. Verschiedene Bigfoot-Forscher wollen ohne Nennung ihrer Quelle von Gerüchten aus Militärkreisen gehört haben. Nach dem Ausbruch wären Teile des Cowlitz Rivers ausgebaggert worden. Dabei hätte man 2 tote Bigfoots gefunden. Ein Helikopter hätte sie daraufhin weggeflogen.
Ob es aber überhaupt möglich gewesen wäre, ein Helikopter durch die mit Vulkanasche verseuchte Luft zu fliegen, ist zumindest strittig. Letztlich blieben die beiden Zeugenberichte genauso unbewiesen, vielleicht sogar fragwürdig, wie die Geschehnisse am Ape Canyon. Was den Goldsuchern im Jahr 1924 wirklich widerfuhr, wird wohl ein Rätsel bleiben.